çekebilirsin. Buradan da çekebilirsin. Herzlich willkommen hier bei den Dumani. Also, das ist Hüseyin. Ein Abonnent von mir hat gesagt, geh zu meinem Onkel. Er weiß aber nicht welcher. Wir gucken mal rein. Hüseyin, wie lange burada, nasıl bana böyle buradasın? 15 yıldır ben buradayım. Seit 15 Jahren macht Hüseyin hier diese Fischgeschichte. Biz de nerede oturuyoruz biliyor musun? Şu lambayı geçince sarı büyük bina var, o benim bina. Şey, vatanı geçeceğim. Evet. Ha, 48 Eylül orası. 48'i geçiyorsun, altta bir şey, Vitara, su muslukçu var. He, Vitara. O bizim bir daha. Oh, süper. Süper, yakınız, komşuymuşuz. Bir pobiye mi basa su mesin, hadi bir testin dedim, deneyeceğim, bakacağım. Biz geçen şeyde yedik. Balığı. Şey var ya, pazarda kızartıyorlar. Şey mi? Balık, şimdi pazar. Belediye. Şurası. Ha, burada, pardon. Aynen, şurası. Ama bu ya, sen de deneyeceğiz. Bir pobiye mi Hüseyin, aynı peşli makon gelişmek, ne? Kom. Kanka, sen ya, o kadar. Also die haben ja auch alles und natürlich meine Schrems. Okay, bei Entschuldigung, bei dem einen stehen Preise, aber nicht überall. Also wie gesagt, du kannst ja auch aussuchen. Ein Abonnent hat gesagt, das ist der beste Fischladen in Messen. Wir gucken. Also auf diesem Fischbazar war schon geil. Mal gucken, ob der hier auch mithalten kann. Aber der Laden sieht auch ganz schick aus. Schön sauber. Vorspeise ist da. Ja, die sind gut aus, ne? So türkische Bratkartoffeln. Genau, ja, die finde ich aber geil, ne? Ja, so wie Chips, ne? Genau, wir haben Garnelen bestellt. Mal gucken. Ja. Und nochmal schön Fisch bestellt. Geschnitten, gebraten, wir mögen natürlich den gebraten Fisch, nicht den gegrillten, ne? Ja, weil wir dieses Knusprige mögen, ne? Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, ob das ein Geberladen ist oder ein Nehmerladen, weil drüben die Preise waren okay, wir haben immer so 450, 500 Teile bezahlt, oder? Genau, also ist klar, auch ein bisschen teurer, als wenn du was anderes aber isst, aber... Ist so süß, ne? Guck mal, also... Naja, süß würde ich nicht nennen, der ist schon riesig. Ja, also süß in dem Sinne so, ja, oder nicht. Oh, hier haben wir aber eine Suppe auch, ne? Eine Suppe. Eine Fischsuppe, aber ich stehe nicht drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, oder? Und genau. Nachher natürlich auf den Preis gespannt. Das ist noch das Wichtigste, oder? Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeden Fall, schauen wir mal. Sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Also erstes Gericht sieht schon mal sehr gut aus. Mal gucken, was da rauskommt. Okay, oh, schön, schön mit Knoblauch. Ja. In Chili. Oh, oh, der hat aber hier Knoblauchdinger hier reingehauen, ne? Oh, mal testen hier. Oi. Ja. Du testest bestimmt erstmal die Soße. Ja? Komm gut, schön fettig. Aber auch eine schöne Aroma. Oh, probier ich das. Was sagst du Aroma, immer? Lecker. Nein, du sagst immer, Fett ist Geschmacksverstärker. Auf jeden Fall, lecker. Oh. Ich glaube, das andere kommt jetzt auch. Also kann ich die Kamera auch laufen lassen. Das haben die jetzt so klein geschnitten auch und schön, ne? Frittiert. Ja, ich schön. Mag das sowieso. Sieht gut aus, ne? Also ich mag Fisch frittieren. Der Delfin badet. Nein, ja? Er springt. Er springt durch das Wasser. Ja, Schatz, gut gegessen haben wir. Oh, keine Ahnung, ne, was man so noch essen kann, oder? Erstmal nichts. Wollte ich gerade sagen. Erstmal essen wir gar nichts und dann überlegen wir, was wir dann essen, oder? Ja, nochmal Fisch geht da ja nicht. Ja, mehr, ne? Nein. Nach dem Fisch fragt Mehmet mich doch ernsthaft. Also morgen in Konya. Haben wir gehört gehabt, dass da Brot mit Fleisch sehr beliebt sein soll in Konya. Brot mit Fleisch? Also Kita mit Fleisch. Konya-Ekmee heißt das. Okay. Keine Ahnung. Wir wollen sehen. Wir werden sehen, oder nicht, Schatz? Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll, aber ja. Das ist Kita mit Fleisch. So, egal. Genug den Delfin angestaut. Reicht, oder nicht, Schatz? Keine Ahnung. Alles voll mit Taxi. Ich weiß es nicht. Alles nur Taxifahrer. Ja, hier. Taxifahrer. Alter Schwede, ey. Ineinander rein, ne? Keine Ahnung. Oder ein Taxi-Treff. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Die Dumani sind in Konya, Freunde. Und ich habe überall geguckt, ja, was gibt's zu essen in Konya. Und alle sagen, Pide mit Fleisch. Das ist Konyas berühmteste Essen, was es gibt. Wir haben uns einen Laden ausgesucht hier. Kulitsch. Astan oder was. Wir lassen uns mal überraschen, wie er schmeckt, ne? Es soll wirklich das beste Essen hier sein. Kein Plan, ob es richtig war. Wir gucken mal. Ich hab's nicht bestellt. Ich bin hier bei den Freunden, die machen mir schön Brot mit Fleisch. Ich will mal gucken, was er hier macht. Guck mal, was da drin ist, Freunde. Sag mal, wenn wir dann checken, Baba. Hey. Guck dir das mal an, Freunde. Ja, Konya, nenn mich schon Schäme.
Ne diyorlar? Etli pide. Etli pide değil. Etli pide çok kalın, değişik bir üründür. Ama bizim haslı etli ekmektir. Etli ekmek. Evet. Nereye gidersem... Konya'nın has yemeği. Nereye gidersem etli ekmek, etli, etli, evet, etli, etli, etli. Yani diyorsun Konya'dan çıkıyor bu yemek. Tabii, kesinlikle Konya'ya ait bir üründür. Tamam, bakacağız, deneyeceğiz. Patentli bir üründür. Sen tamam, bakacağız. Merhaba, hoş geldin. Freunde, der Kollege sagt, ich soll meine Zunge davon, es soll richtig gut schmecken, es ist nur mal Tradition, die machen das. Mal gucken, wie das schmeckt. Er sagt, schmeckt gut, wenn nicht schmeckt, sag ich euch das. Valla dedim, tadı yoksa söylerim, ona göre. Teşekkürler canım. Bizim orada yurtdışına çok gelenler var abi. Bizimle gelenler böyle bir tane tavsiye yok. Et ekmek, et ekmek. Biz Mersin'den geliyoruz. Bizim tantani var, bilmem. Yok canım, bizde de her şey var da yani et ekmek, et ekmek diyor millet. Abi şimdi pide diyorlar ya. Evet, evet. Kalın, farklı, farklı. Evet. Onların hepsi farklı bir şeyler. Ama bu gerçekten de buraya ait patentli evet. Bir şeydir. Tamam, deneyeceğiz. Çok sağ olun. Tamam. Er ist von sich überzeugt und sagt, es ist es. Nur die können es richtig gut machen. Wir werden das gleich sehen, wie das aussieht, wie das schmeckt. Bringt uns das. Ja, der Bakalım. Of, das sieht doch gut aus. Kılıçarslan'da, Konya, Türkiye. Adresiyle beraber söylüyorum. Aynen, aynen, aynen. Sana link yapacağım zaten oraya. Ja, alsın, alsın canım, sağ olsun. Sieht richtig gut aus. Wir probieren das, inşallah. So. Oh, guck mal, wie lang der ist, Freunde. Guck mal, wie lang der ist, ha? Biz yanına koyduk, daha uzar. Of, ha? Hadi bakalım. Tarih eser gibi. Ja, Freunde, das ist das berühmte von Konya, etli ekmek. Vallahi wir probieren. Vielen Dank. Onkel, schmeckt mal gucken. Hallo Freunde, Spaß beiseite. Es schmeckt gut. Es schmeckt wirklich gut. Mm. Ganz dünn. Guck mal. Guck mal. Wie Papier. Mhm. Aber Papier. Hat das so einen leichten Touch wie türkische Pizza? Ja, aber nicht wie türkische Pizza. Schmeckt richtig saftig wie Papier. Wirklich schön, muss man sagen. Auf jeden Fall Konya Etekmek probieren. Lecker. Der Kuh hat sich ja Kaurma gegönnt. Saç-Kaurma sieht auch richtig gut aus, muss man jetzt sagen. Das kommt drauf an, schmeckt das. Das ist so die Hauptsache. Aber Optik ist schön. Bisschen wenig, ne? Also, ja, sieht groß aus, aber bisschen wenig. Also, das Essen heißt Krit. Und zwar, wir haben hier Köfte mit Brot und Knochen. Knochenfleischsuppe. Im Knochenmark gekocht. Oh, sieht aber gut aus, ne? Choksaulen. Oh, Optik ist aber okay, ja? Ich habe ja das Gefühl, ein bisschen auf Iskender-Basis. Aber schmeckt gut. Ein bisschen Joghurt ist drin, Zwiebeln haben wir drin, Brot ist unten eingeweicht schön, Fleisch ist oben. Schmeckt gut. Toller Geschmack, muss ich jetzt sagen. Habe ich so nicht gegessen. Kann man essen auf jeden Fall, empfehle ich. Tiertier heißt das, glaube ich. Ist wohl ein regionales Essen. Also mir schmeckt's. Onkel schmeckt auch. Also wir sind hier jetzt im Restaurant. Ja, er zeigt dir, was ich esse. Er zeigt direkt im Kühlschrank, was es gibt. Tamam, okay. Kebab muss was. Coming. Coming, sagt er. So, was Chicken. Hä? Chicken. Ein Hähnchen. Taub, Chicken. Chicken, Taub. Valla güzel İngilizce konuşuyor ha. Valla yorum. Sieht gut aus. Ein Fisch. Ha? Balık gibiyiz ya. Amcam ne istiyor? Very nice. Ha? Very nice. Er kann ja wirklich Englisch. Sucuk mu gesagt hier wieder da? Das ist ein richtig alter Laden hier. Valla ben sucuk alıyorum. Was willst du haben? Bitte lieber Adana. Ben sucuk alıyorum. Bu tavuk alıyor. Amcam bakalım ne istiyormuş ha. Amca ne yiyor? Hähnchen. Tavuk alıyorum, ben sucuk alıyorum. Also auf jeden Fall ist... Lamb chop, very nice, in Greek. Bitte Hähnchen oder bitte Lammkotlet sagen? Lammkotlet hat er doch gar nicht gezeigt. Hat er doch. Ja, o zaman şey ver buna ya. Bir zora ver. Bir zora ver. Ya Lammkotlet hat er. Ja, okay. Ben sucuk yiyorum ya. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, hier ist ein ganz, ganz... Hier auf der Strecke nach Hause von Konya. Das ist ein richtig altes Restaurant. Also wirklich. Onkel sagt, er kennt den schon immer. Er ist ja früher auch LKW gefahren. Und das ist eben halt so eine LKW-Strecke. Bus heißt es, glaube ich. Bus. Wir waren hier schon mal mit den Kindern, aber haben hier nicht gegessen. Wir sind hier nur durchgefahren, als wir nach Nide und Kappadokien gefahren sind. Mal gucken, was kommt. Schon die Vorspeise gebracht. Mohammed hat den Joghurt probiert. Aber
Hammer. Und sagt Hammer. Hammer. Ja, wirklich böse. Ja. Und das Wasser soll wohl von Berg aus kommen. Dem Berg kommen. Ja. Schieße, du bist da, danke. Ja, ja, das kommt direkt ungefiltert aus dem Berg. Ja, ja, das ist hier Schneewasser. Schnee, geschmolzenes also, Schneewasser, genau. Okay. Probier mal, das schmeckt ganz anders aus. Mal gucken. Aber ich trinke ja ich esse ja kein Joghurt. Also, du kannst deine Hand nicht waschen, weil da alles. Nein, das war zu viel. Ja, jetzt habe ich angemacht. Ja, doch, jetzt schließt es wieder. Ja. Aber so richtig, das war auch richtig ganz altmodisch eben halt, ne? Hier aus richtig Baumstämmen. Also der Herr ist hier richtig gastfreundlich. Ja, was hast du da? Sucuk. Ja, okay, weil das sieht so ein bisschen gehackt aus. Aber, keine Ahnung, Alter. Böse. Ja? Ich habe erstmal Salat. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich wollte Hähnchen. Jetzt, Mehmet hat jetzt Kotelett für mich bestellt. Und die Tiere sollen wohl aus dem Berg kommen. Freunde, so ein schönes Sucuk habe ich noch nie gegessen. Sieht wie Hack, aber ist Sucuk, toller Geschmack, wirklich scharf. Kommt richtig gut rüber und Atmosphäre ist natürlich auch schön hier, ne? Schön hier zwischen den Bergen. Lecker. Wasser fließt. So, Lammkotelett ist gekommen. Ja, so mag ich das. Ja? Ja. Aber eine ganze Menge, ne? Ja. Hätte man das auf das Brot gewartet, oder? Ja. Ja. Alles weggefetzt und durchschmeckt. Auf jeden Fall, oder nicht? Ne? Also Lammkotelett geht immer durch, oder? Ja. Wollen wir noch mal gucken, was ist. Ja, also. Kann er auch so dünn mischen. Ja, richtig schön dünn, genau. Ne? Also er kann mir gleich geben, bin jetzt überrascht, was er uns geben kann. Bin aber gespannt. Also alles bis 1000 bin ich dabei. Da bin ich zufrieden. 1000 wäre aber auch schon viel. Naja, viel nicht. Fleisch ist sehr teuer, das weißt du. Türkei, ne? Und das ist das beste Fleisch quasi, ne? Wir gucken mal, was kommt. Wir genießen noch mal unser Tee, ein bisschen hier noch mal chillen. Hab noch 100 Kilometer nach Hause mit meinem Messen. Ja, ein Tag in Konya hat mir auch gereicht. Also fand ich jetzt nicht so toll, was zum Unternehmen da. Ja, ist nun mal so, ne, Freunde? Voilà, Freunde, ich habe natürlich hier Angst gehabt, da kommt eine böse Rechnung, weil er hat ja richtig aufgetischt, ne, Chef? Ja. Und seid gespannt, 810 Teller. Wallah, darf man nicht meckern, kann man nicht meckern, oder nicht? 35, 36 aber Euro. Aber hey, das Ding war voll. Leute, war voll. Lammkotelett ist teuer. Also, ja, muss ich sagen, Atmosphäre, Respekt. In Konya haben wir 700 etwas kassiert für weniger als hier. Ja, ja. Und vom Geschmack hat der nochmal gegeben, ne? Ja, also, auch. Preis-Leistung, böse. Da überlegt man, das sind 10 Euro pro Person. Ja. Bei so einer Auswahl, was sonst ja aufgetischt hat. Nicht mal 10 Euro. Noch nicht mal, 9 Euro. Voilà. Tee gratis, gib ihn. Er hat mir jetzt noch zum Nachtisch frische Mandeln, würde ich sagen. Dann probiere ich. Das ist die alte Strecke. Die Autobahn wurde nebenan gebaut. Aber Onkel sagt, die alte Strecke ist die schönste Strecke. Man sieht hier, durch die Berge fährst du, also quasi um die Berge rum. Und die neue Strecke ist hier rüber, Autobahn. Na klar, der Autobahn nur geben. Aber das ist richtig hier nochmal Harmonie. Guckt euch das mal an. Zwischen den Bergen rumzufahren, einfach Natur pur. Muss man erleben, Freunde. Ja. Mandarovic mehr. Guck mal, zwischen den Bergen durch und da ist die Autobahn. Also ich fahre lieber die Strecke als auf der Autobahn, klar. Autobahn geht ein bisschen schneller, aber um Landschaft zu genießen, nicht über Autobahn fahren, sondern schön die alten Straßen benutzen. Guckt euch das mal an, jetzt den Berg an. Wei, 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 wei. Geil, geil, geil. Das ist es.